Fach- und Meisterbetriebe, der Partner an Ihrer Seite für Wärme, Wasser und Energie. Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr Remscheid heute Mittag an die Solinger Straße gerufen. In der ersten Etage eines Wohnhauses war aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Eine Mutter und 4 Kinder kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung zur Beobachtung ins Klinikum. Die Nachlöscharbeiten sorgten für eine mehrstündige Sperrung der B229 in Richtung Solingen. Eine Brandursache konnte noch nicht genannt werden. Unbewohnbar bleibt bis auf Weiteres die Wohnung der Familie. Diese wird bis zur Wiederherstellung der Räumlichkeiten durch Nachbarn aufgenommen.